Die UEFA verspricht sich viel von der Einführung des Videobeweises in der Champions League. Allerdings warnt der Dachverband vor zu hohen Erwartungen. Hintergrund: Alexander Zeferin wirkte ziemlich angefressen, und das lag auch an Niko Kovac und Lucien Favre. Mangelnden Respekt warf der Präsident der Europäischen Fußballunion UEFA den Trainern von Bayern München und Borussia Dortmund sowie von 8 weiteren Spitzenclubs in der vergangenen Woche vor, weil sie den letzten Workshop vor der Einführung des Videobeweises in der Champions League einfach geschwänzt hatten. Erlebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Wenn Sie sich über die Schiedsrichter beschweren, hätten Sie sich wenigstens anhören sollen, was die Experten zu sagen haben, sagte Zeferin. Immerhin erwähnte der Slowene fast lobend, dass unter anderem Thomas Tuchel, Paris Saint-Germain und Schalke-Coach Domenico Tedesco am 4. Februar pflichtbewusst zur Schulung nach Frankfurt Main gereist waren. Jürgen Klopp war entschuldigt, der FC Liverpool spielte am gleichen Tag bei West Ham United. VAR: Hinter dem Bildschirm sitzt immer ein Mensch, die aber, die sich hatten vertreten lassen, haben keine Entschuldigung mehr, sagte Zeferin, sollte es in den Achtelfinalspielen zu Unklarheiten kommen. Nach monatelanger Vorbereitung sieht sich die UEFA zwar gut vorbereitet auf die Premiere des VAR, Video Assistant Referee, in der Königsklasse. Schiedsrichterchef Roberto Rossetti warnte dennoch vor zu hohen Erwartungen. Der VAR ist nicht perfekt, sagte der frühere Weltklasse-Referee am vergangenen Mittwoch. Hinter dem Bildschirm sitzt immer ein Mensch, das ist klar. Wir müssen weiter daran arbeiten, die falschen Entscheidungen zu reduzieren. Auf die zusätzlichen Torrichter, deren Sinn in den vergangenen Spielzeiten oft in Frage gestellt worden war, verzichtet die UEFA im wichtigsten Europapokal künftig. VAR is ready for its UEFA debut in the Champions League next week, but do you know where else it's going to be used this season? Allow us to explain. pic.twitter.com/piepwegcuefa8 Februar 2001, 9 VAR in der Königsklasse mit mobilen Arbeitsplätzen vor Ort. Die Verhaltensregeln für den VAR in der Champions League beruhen auf dem auch für die Bundesliga maßgebenden Protokoll des International Football Association Board, IFAB. Der größte Unterschied ist, dass es bei der UEFA keinen zentralen Videokeller gibt. Wegen der technischen Voraussetzungen durch verschiedene TV-Signale und der Tatsache, dass längst nicht alle europäischen Ligen den Videobeweis nutzen, setzt der Dachverband auf mobile Arbeitsplätze vor Ort. Wir haben in den letzten Monaten technische Tests durchgeführt, die erfolgreich verlaufen sind und die Schiedsrichter entsprechend geschult, sagte Rossetti. Danach haben wir das System bei einzelnen Spielen getestet und die letzten operativen Vorbereitungen vorgenommen. Jetzt sind wir bereit. In der Europa League wird immerhin das Finale in Baku, 29. Mai, vom VAR überwacht werden, ebenso der UEFA Super Cup im August. Zudem wird der Videobeweis beim Finalturnier der Nations League 5 bis 9. Juni in Portugal sowie bei der U21 EM in Italien 16. Juni bis 30. Juni verwendet werden.